Hi meine Lieben, ich möchte euch heute die Geschenke von meinem Kleinen zeigen, denn er hatte ja am 24.05. Geburtstag und ist ein Jahr alt geworden. Und ich hatte am 21.05. Geburtstag und dazu drehe ich euch auch noch ein Video, aber jetzt geht es erstmal um den Kleinen. Wenn ihr das sehen wollt, bleibt einfach dran und wenn nicht, dann ist es auch okay, dann schaltet einfach weg und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! So, ich fange an mit den Klamottensachen, weil das ist das, was am meisten geschenkt wurde. Da fange ich an mit einem Set, was wir geschenkt bekommen haben von der lieben Cat. Hallo Cat, ich weiß, dass du meine Videos guckst, deshalb zeige ich es jetzt als erstes. Und zwar haben wir dieses coole T-Shirt hier bekommen mit Rolling Stones von H&M ist das genau. Und das haben wir in der Größe 80 bekommen. Also es passt jetzt eigentlich perfekt im Sommer. Genau, das haben wir bekommen und passend zum Kombinieren sozusagen haben wir dieses Jeanshemd bekommen. Auch in Größe, nee, das ist in Größe 86, aber das ist ja nicht schlimm, weil man kann die ja hochkrempeln, wie man hier sieht. Finde ich total cool, weil sonst gibt es ja immer nur diese blauen Jeanshemden. Das hatte ich noch gar nicht gesehen, deswegen finde ich das jetzt eigentlich ganz cool. Und wir haben uns tierisch drüber gefreut, weil wir eben so eine Jeanshemden einfach total schön finden. So, das war das, was wir von Cat bekommen hatten. Und von ihrem Mann natürlich, ne? Ich grüße auch dich. So. Dann von dem Freund, der Schwester meines Freundes, haben wir eine extrem coole, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, das ist so ein richtig quietschig geiles Orange, also richtig ein geiles Sommerorange. Eine kurze Hose mit einem blauen Band und ein dazu passendes T-Shirt. Genau, das haben wir bekommen und das ist von der Firma No T-Shirt. Ich schreibe es euch einfach unten in die Kommentare nochmal rein. Dann habe ich eine unendlich coole, also nicht ich, sondern mein Kleiner, eine unendlich coole College-Jacke bekommen und die habe ich zugeschickt bekommen von meiner Freundin, die dort diesen Schmuck macht, wo ich auch ein Video dazu gedreht habe. Deswegen ganz, ganz lieben Dank, Lexi. Das ist eine so geile College-Jacke. So in einem dünnen Stoff, so Windbreaker-mäßig vom Stoff. Und die wird ihm wahrscheinlich zum Herbst hin perfekt passen. Und die ist so geil. Also ich weiß nicht, wo man sowas herkriegt, aber wir lieben ja so eine Teile. Genauso wie Jeanshemden, da haben wir auch ganz viele gekauft und die Teile haben wir auch ganz viele, also sowas in der Art zumindest. Haben wir uns sehr drüber gefreut. Dem, was unser bester Freund uns gekauft hat, der hat es nämlich auch ein bisschen übertrieben, weil, ne Matti? Aber da er weiß, dass wir so einen Marine-Style auch total lieben, also ich vor allem, ich habe ja zwei marinefarbene Kleider, hat er uns ein gesamtes Outfit gekauft und zwar dieses süße Hemdchen oder Pullichen, wie auch immer man es nennen möchte, mit einem kleinen Anker drauf und ja, in die typischen Marinefarben halt. Und das ist echt cool, weil das jetzt halt, wenn es dann noch ein bisschen windiger draußen ist und man eben kein T-Shirt anziehen kann, finde ich das perfekt von der Temperatur sozusagen. Das zusammen mit, wartet, dieser coolen Hose mit Gummizug hier oben. Hinten halt auch Täschchen, wo er auch was reinmachen könnte. Und unten, das finde ich sehr, sehr gut, mit einem Gummizug. Dann, wie vorhin schon erwähnt, ein Jeanshemd wieder mal mit einem kleinen Auto drauf. Und das fand mein Kleiner richtig cool. Wir haben ihm das ja auch alles nochmal, wenn wir, wo wir zu Hause dann waren, nochmal in Ruhe gezeigt. Und da hat er dann immer auch das Auto gezeigt und sich in Cola-Kicks gefreut. Dann ist hier auch ein andersfarbiger Knopf als hier und ja, das dürfte jetzt auch demnächst passen. Und dann hat er mir noch eine Freude gemacht und hat dieses coole T-Shirt mitgebracht. Sau, sau cool, hat er dann auch gleich gemeint, so ja, um der Mutter mal einen Gefallen zu tun. Und ja, I'm the Boss, gleich nachdem mein Kleiner der Boss ist. Ja, das waren die Klamotten von ihm, die er gekauft hat. Und jetzt kommen diese unendlich süßen Schuhe. Die hat er in Größe 21 geholt. Der Kleine trägt aktuell Größe 19. Aber das ist ja scheißegal, weil besser als zu klein. Und die sind so süß.
Und auch wieder mit diesem Anker, eben, dass es zu diesem Outfit passt. Das war dann das Ganze, was Matti uns geschenkt hat. Deswegen meinte ich, er hat ein bisschen übertrieben, weil er nicht aufhören konnte, für ihn zu kaufen. Dann habe ich, dazu gibt es eine Vorgeschichte zu diesem Geschenk, eine Freundin von mir, Maria, die war mit, also wir treffen uns öfters und sind da mit den Kleinen spazieren und dann hat sie mir so eine kleine Boutique bei sich um die Ecke gezeigt, wo es extrem schöne Kindersachen gibt, die handgemacht sind und extrem coole Stoffe haben die und das ist das Geld schon echt wert. Ich meine, manche Sachen sind recht teuer, deswegen war ich umso überraschter, dass sie mir tatsächlich dort was gekauft hat. Ich habe mich Cola-Keks gefreut, weil wir waren da ja zusammen drin und ich war so traurig, dass ich mir nichts kaufen konnte zu dem Zeitpunkt, weil ich wollte ja nur spazieren gehen, habe also auch kein Geld mitgenommen und so. Und dann hat sie mir dieses unendlich süße Halstuch, ich zeige es jetzt extra nicht vom Namen, weil der Kleine hat es schon an und dreckig gemacht, geschenkt mit der passenden Hose. Die ist jetzt auch extra größer gewählt, dass er da später halt noch reinpasst. Und auch unten mit so einem Gummizug. Und ich finde die so, so süß. Und die Qualität ist einfach extrem genial. Und ich war baff, dass sie mir da wirklich was gekauft hat. Ich war wirklich baff. Und ja, in den Laden werde ich definitiv noch öfters gehen. Ich verlinke euch mal die Adresse oder die Telefonnummer von dem Shop, falls ihr eben auch mal dorthin möchtet. Danke. Dann zeige ich euch noch von einem anderen besten Freund von uns, also die beiden sind so unsere, ne? Und von seiner Freundin die Sachen, die haben es nämlich auch übertrieben, die beiden. Die haben einmal diese coole Hose gekauft. Unten kein Gummizug, aber dafür halt oben wieder dieses, ne? Hinten auch wieder mit Täschchen. Dann passend dazu noch ein T-Shirt. Das passt ihm definitiv jetzt schon, das weiß ich. Das wird dann auch jetzt demnächst angezogen, weil das Wetter passt ja gerade noch. Und vor allem, das Geniale ist, wir lieben ja, ne, die Marvel-Helden und da passt das ja perfekt. Und dann, weil Lars, heißt er übrigens, so gerne Polos trägt, auch noch ein Polo für den Kleinen. Finde ich so cool, vor allem von den Farben passt das auch dann zu der anderen Hose, die ich zuvor gezeigt habe mit dem Neon-Orange, kann man das also auch kombinieren. Darüber haben wir uns auch extrem gefreut und über was die uns geschenkt haben an Geschenken, das ist unfassbar, weil die haben noch Spielzeug gebracht und da zeige ich euch dann doch das andere Highlight. So, dann kommen wir mal zu der Familie, was die Familie uns geschenkt hat an Klamotten. Ja, es ist sehr viel, es tut mir leid. Einmal Socken mit, sieht man das jetzt hier? Mit einer Krabbe drauf, also perfekt zu diesem Marina-Look, den wir eh so schön finden. Dann auch ein Polohemdchen, was ich auch total süß finde. Ich liebe Polohemden und das ist auch so ein dünner Stoff, was ich echt gut finde, dass das so atmungsaktiv ist. Dann auch von der Oma, also von der Uroma in dem Falle jetzt schon, eine Hose. Die wird aber sehr, sehr viel später erst passen. Und es ist auch so eine etwas dünnere, ich glaube, die wird nächstes Jahr im Sommer erst passen. Aber das ist ja egal, die wird zu groß als zu klein, wie gesagt. Dann hier auch nochmal ein Polo mit Pommes drauf. Das French Fries Monster heißt es. Und hinten sieht man es nochmal ganz doll. Und es passt ganz gut, weil der Kleine von uns, der isst gerne Pommes, die ich selber gemacht habe im Backofen. Ohne Salz für die Muttis, ne? Ja, dieses hier. Dann so ein Jogginganzug zum so Chillen halt. Mit einem Teddybärchen drauf, einer Cappy-Mütze hinten dran. In so einem beige-blauton mit einem Bärchen drauf. Die passende Hose dazu. Unten das Bündchen sowie die Ärmelchen. Und dann hier haben wir nochmal so ein T-Shirt für den Sommer mit einem Täschchen vorne dran. Das wird ihm auch, ja, das könnte ihm jetzt schon passen. Und wenn nicht im späteren Sommer dann. Genau, das war das. Also. Ich glaube, das war es halt erstmal klamottentechnisch, was wir geschenkt bekommen haben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und wenn doch, dann tut es mir leid, weil dann hat er es schon an und wir haben es in der Wäsche gehabt. Es ist ja nämlich jetzt schon ein paar Tage nach dem Geburtstag. Genau. So. Das waren erstmal die Klamotten. Dann gehen wir jetzt gleich weiter über zu den Spielsachen, die wir bekommen haben. Und zwar haben wir von der lieben Tine, weil sie weiß, dass unser Kleiner es liebt, im Sandkasten zu spielen, hat so extrem coole Förmchen mit Berlin-Motiven.
geschenkt bekommen. Die probiere ich auch aus, die haben wir noch nicht ausprobiert, weil wir ihm jetzt auch demnächst einen Sandkasten kaufen von dem Geld, was er zum Geburtstag bekommen hat und packen das auf den Balkon mit Sand sozusagen. Da, perfekt. Dann hier das Brandenburger Tor. Das finde ich total cool. Ich hoffe, man sieht das auch in der Kamera. Und ganz klar der Berliner Fernsehturm. Richtig cool. Ich finde die Idee einfach so cool, Berliner Förmchen zu machen. Dann gehen wir über zu dem, was er von der Familie noch bekommen hat. Also, das ist so ein Würfel, ihr hört es, glaube ich. Da, liebe Sonne, komm heraus. Und alles, was oben ist, also den kannst du so werfen, und alles, was dann oben nachher bleibt, über das kommt dann halt ein Lied. So, jetzt nehmen wir mal die Schnecke. Finde ich total süß, also spielt auch gerne mit, weil das macht auch so ein Rasselgeräusch so ein bisschen und ist halt so ein Fühlbuch. Das hat er bekommen von dem Cousin von meinem Freund. Jetzt redet sie hier weiter, okay. Dann hat er von der lieben Julia auch ein Paketchen bekommen, so wie ich auch, mit Malstiften. Und diese Malstiften, tut mir leid Julia, die muss ich ihm noch wegnehmen, weil ich habe da mal getestet, so drüber zu fahren. Und du hast echt alles am Finger, die sind so krass pigmentiert. Also das wird spaßig werden, wenn er sie dann mal benutzen darf. Aber im Moment noch nicht, weil mir ist meine Wohnung ein bisschen heilig noch. Ja, aber sobald er sie nutzen kann, werde ich natürlich auch Bilder davon posten und seine Malwerke zeigen. Dann hat er noch von ihr bekommen, und das finde ich extrem niedlich, weil sie da sehr, sehr drüber nachgedacht hat. Wer mein Instagram kennt, weiß, dass mein Kleiner immer unsere Minions dort oben runterzieht, was eigentlich die von meinem Freund und mir sind, und deswegen hat sie mir ein Minion-Kuscheltier in Mini-Format für meinen Kleinen gekauft. Ich finde das so süß und so überlegt, und heute Morgen fing es nämlich schon an, er hat wieder die anderen da oben stehen sehen, aber er hat zu dem hier gegriffen, weil er so eingequetscht da hing, so. Ja, deswegen ein perfektes Geschenk, total schön nachgedacht und perfekt auf meinen kleinen Bubu abgestimmt. Dann hat der Lars, wie erwähnt, und seine Freundin ja noch ein Spielzeug gekauft, und das ist dieses hier. Und ich muss dazu sagen, mein Kleiner spielt eigentlich nicht wirklich mit Autos. Also er hat jetzt erst ein Auto, womit er spielt, und es quietscht so ein bisschen. Beziehungsweise er hat noch mehr Autos, aber mit dem spielt er halt. Und das hier ist ein absoluter Hit und eine absolute Kaufempfehlung für alle anderen, die ihren Jungs ein Auto schön kaufen möchten. Und zwar ist hier eben eine Rassel als Hundeform. Ich glaube, die kennt jeder, die gibt bei Toys R Us und so, dieser Hund. Und den kannst du so reinsetzen, aber das ist unrelevant in dem Moment. Mit dem spielt er nicht so wirklich, aber das hier ist nicht so cool. Es geht los! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Und ich finde, das ist endlich mal ein Spielzeug, weil ich meine zu denen bitte kein Spielzeug, was Geräusche macht. Aber das ist so ein Spielzeug, das finde ich süß gemacht. Es ist wirklich so süß gemacht und es nervt auch nicht. Weil es so melodiös ist, dass du die ganze Zeit einfach mitsingst. Ist einfach so. So. ja, also das ist eine Kaufempfehlung. Wenn ihr sowas auch euren Kleinen kaufen wollt, schaut mal danach. Ich weiß nicht, woher sie es haben, aber das ist von Fisher-Price. Ich denke mal, das wird man schon online finden. Das hat er bekommen. Dann hat er von seiner Tante, also von meinem Freund, seiner Schwester, dieses Pad hier bekommen. Dazu mache ich nochmal eine Review, das werdet ihr nochmal ohne Worte. Aber er spielt gerne damit und man kann hier halt so drauf drücken. Ich habe es jetzt erstmal ausgemacht. Ich kann ja mal ganz kurz anmachen. Hallo, das ist Baby Mickey. Spielen wir zusammen? Komm, lass so. Genau. Ich mache es jetzt nicht so lange an, weil der Kleine drüben schläft im Schlafzimmer. Aber dazu gibt es ja eh nochmal ein extra Video. Dann hat er von uns nochmal als Kleinigkeit, weil er hat von uns das Geschenk schon ein bisschen früher bekommen gehabt, habe ich dann nochmal extra das hier gekauft, so ein kleines Puzzle. Da sind drei Puzzle in einem. Ich kann ja mal, genau, jetzt fällt mir alles raus. Das kann man halt so rausnehmen und er muss es wieder, ne? Prinzip von einem Puzzle kennt, glaube ich, jeder. Oh nein. So, erstmal ausgemacht. Dann hat er von Jenny
dieses extrem coole Teil bekommt, aber das lassen wir auch noch eingepackt, weil es noch ein bisschen zu früh ist, haben wir festgestellt. Wo kennt jeder, ne? Ihr malt da drauf und könnt es dann mit dem magnetischen Teil wieder wegmachen. Weil Jenny und ich haben früher sehr, sehr gern zusammen gemalt. Also die Geschichte dahinter ist sehr toll, weil wir halt sozusagen meinen Kleinen dazu fördern wollen, dass er auch ein bisschen malt, ohne dass ich eben meine Wohnung versaut habe. Genau, deswegen, das bleibt aber ansonsten eingepackt. Dann hat er von uns, ich zeige euch jetzt davon nur mal so ein Teil, einen Staubsauger bekommen. Ergo, ihr werdet jetzt alle lachen. Warum schenkt man einem Kind, das so klein ist und ein Junge ist, einen Staubsauger? Unser Kleiner rastet aus, wenn wir unseren wegpacken. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, damit wir hier nicht die ganze Zeit unseren Staubsauger auf dieser Spielfläche haben, holen wir ihm einen eigenen. Funktioniert auch ganz gut, solange der Große nicht da ist. Ist der große Staubsauger draußen, ist seiner vergessen und er kriegt einen absoluten Brüllanfall, wenn wir den wieder wegpacken. Aber egal, er spielt sehr gerne damit und das war eigentlich nur Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Er saugt allerdings nicht wirklich ein, deswegen, also, wenn ihr eurem Kind das kaufen wollt zum Saugen, funktioniert nicht. Ich glaube, das war zumindest alles, was ich euch zeigen konnte. Ich füge euch jetzt gleich noch ein Bild hinten an von einem Dreirad, was er von der anderen Oma geschenkt bekommen hat zum Geburtstag. Das wäre jetzt zu groß, hier ins Wohnzimmer zu schleppen. Deswegen denke ich, das war's von den Geschenken. Ich hoffe, ich habe wirklich nichts vergessen. Und falls doch, seid mir nicht böse. Das ist halt doch ein bisschen viel gewesen. Und das alles nochmal so im Revue passieren zu lassen, wer hat was geschenkt. Ich hoffe, ich habe auch nicht irgendjemandem was zugeordnet, das gar nicht von dem war. Fakt ist, wir haben uns über alles gefreut. Es war nicht ein einziges Geschenk dabei, wo ich sage, okay, das war ein Flop oder so. Und das meine ich wirklich ernst. Wir können alles gebrauchen davon und es ist, ja, wir müssen nicht mehr einkaufen gehen in diesem Sommer, glaube ich. Ein sehr, sehr schönes Geschenk. Ich danke auf diesem Weg nochmal jedem, der da war und auch jedem, der mir was geschickt hatte. Es ist so überwältigend, was er alles bekommen hat. Deshalb danke, danke, danke dafür. So, die Kamera war gerade leer. Deshalb weiß ich nicht genau, wo ich aufgehört habe, aber es war sowieso das Schlusswort sozusagen. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich mich über alles gefreut habe. Also wir, Pilea, uns über alles gefreut haben, dass keiner irgendwie was Besseres geschenkt hat oder so, auch wenn ich vielleicht bei dem einen oder anderen mehr geredet habe. Alle Sachen waren super, super schön oder sind super schön und wir danken euch echt wahnsinnig für all diese tollen Sachen und dass ihr vor allem auch da wart und mit uns gefeiert habt. Es war wunderschön. Das Wetter hat Gott sei Dank mitgespielt. Aber es war ein unvergesslicher Tag und ich danke nochmal jedem, der uns gratuliert hat und ja, jetzt verabschiede ich mich, das Video ist eh schon viel zu lang und danke, danke, danke.